Hamid, what do you know about the Kohinoor? Is it a power source? Enough, Alexander. He's no good to me dead. He's no good to us alive either, if you ask me. Let's put the bloody stone in the box, see what happens. I suppose you're right. Good. Can we get back to the temple now? Yes. Let him rot. We'll come back tomorrow and see if he's more cooperative. Die Suche beginnt 1841 am Rizar, Templer-Außenposten. Nachdem er von Hamids Gefangennahme erfahren hat, muss Abbas die Hochburg der Templer infiltrieren und seinen Mentor befreien, bevor es zu spät ist. In der Zwischenzeit steht Hamid von Angesicht zu Angesicht dem Templer-Major William Sleeman und dessen rechter Hand Captain Alexander Burns gegenüber. Die glauben, dass Hamid über wichtige Informationen verfügt, die sie ihrem Ziel näher bringen können. Nebenziele, die hochrangigen Templerwachen eliminieren. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Chronicles. Beim letzten Mal haben wir ja den guten Abbas kennengelernt, einen Assassinen aus Indien. Und ja, nachdem wir uns ein bisschen mit der Prinzessin der Enkelin des Maharajas vergnügt haben, der ja von Templern eliminiert wurde, ja, wollten wir dann unseren Mentor finden, Hamid, dem wir nämlich ein besonderes Artefakt gegeben hatten, den Kohinoor, einen Diamanten, der scheinbar etwas mit den Vorläufern zu tun hat. Und ja, jetzt wurde Hamid scheinbar von den Templern gefangen genommen und die haben auch etwas über ein Kästchen gesagt. Na gut, schauen wir mal. Erstmal müssen wir Hamid befreien. Und dafür haben wir jetzt dem Highlander dort erstmal den Schlüssel abgenommen. Den kann man ja nicht eliminieren, wie ihr auch gerade gesehen habt. Also wir müssen den erst betäuben, um ihn eliminieren zu können. Aber gut, das war ja in dem Fall auch tatsächlich nicht nötig. So, hier haben wir wieder so eine Glocken, da müssen wir natürlich aufpassen. I'll never get past that checkpoint looking like myself. I'll need a disguise. Eine Verkleidung, okay, ein Hut. Wäre auf jeden Fall ganz gut. Ein Mantel, ja, sicher auch. Und den Gürtel beschaffen wir uns einfach von einer betrunkenen oder schlafenden Wache. Na gut, dann schauen wir mal, dass wir das alles zusammenkriegen. Sollte ja machbar sein. Okay, die beiden lassen uns hier nicht so einfach vorbei. Da würde ich sagen... Ja, ihr kriegt mal ein bisschen Probleme mit eurer Atemluft. Und wir schleichen uns in der Zwischenzeit mal an euch vorbei. Okay, wieder zwei Wachen, die hier alles beobachten. Oh, das muss eine von diesen Templerwachen sein, die wir eliminieren sollen. Okay, dafür brauchen wir Zeit und dafür brauchen wir eine Rauchbombe. Die hat genug oder gibt uns genug Zeit, um den Typen nicht nur zu eliminieren, sondern ihn dann auch schön wegzukriegen. Der Typ da oben ist zum Glück zu dämlich, um zu bemerken, dass ja der Typ hier vor der Tür einfach verschwunden ist. Und da der aber, wie ich gesehen habe... Ja, sie sind weg, ist klar. Vor allem die Wache ist weg. Da der, wie ich gerade gesehen hatte, Rauchbomben dabei hat und ich ja gerade beide verbraucht habe, nehme ich mir die doch gerne mal mit. Rauchbomben kann man immer gebrauchen. So, Problem ist, du guckst immer noch auf die Tür. Eine Rauchbombe will ich diesmal nicht dafür verschwenden, deswegen... Sehr schön, mit unserem Chakram ein bisschen Lärm machen. Dann haben wir Zeit, die Tür zu knacken und dann können wir auch hier raus. Und da haben wir auch schon den Hut, den wir gerne hätten. So, Hut haben wir schon mal. It's a good start. Just two more pieces to find. Ja, genau. Zwei Teile brauchen wir noch. Okay, da sind ein paar Wachen wieder. Das da oben ist aber kein Highlander. Nee, der ist zwar ein bisschen... Aber der hat keinen Rock an. Keinen guten Rock. Aber gut, der interessiert uns erstmal sowieso nicht. Wir schwingen uns von Versteck zu Versteck. Da ist der Typ, der den Gürtel hat. Der hier hat Rauchbomben dabei. Könnte interessant werden. Okay, jetzt müssen wir uns irgendwie an der Wache da vorne vorbeischleichen. Alles klärchen. Ach, jetzt guckt der natürlich hier runter. Das heißt, ich kann nicht ins Blumenbeet hier hinüberspringen und einfach schön, ja, mich weiter versteckt halten. Das könnte jetzt natürlich ein bisschen... Ach, jetzt dauert es natürlich. Jetzt müssen wir nochmal eine Runde warten. Ah, das da oben ist auch eine weitere hochrangige Templerwache, die wir eliminieren sollen oder können. Und wenn wir das schon mal wollen, dann machen wir das auch. Aber die ist gerade durch die Tür einfach gegangen. Das ist natürlich ungünstig. Ich hoffe, die kommt zurück. Ja, okay, da kommt sie wieder.
Er hat wahrscheinlich irgendwas anderes gerade noch bewacht. So, mein Freund. Wäre ganz schön, wenn du jetzt hier mal mich in Ruhe lassen würdest. Guckt der jetzt wieder nach unten? Ja, natürlich. Das heißt, ich muss wahrscheinlich jetzt auch nochmal warten, bis der rechte Typ hier auch noch... Ja, toll. Naja gut, ich sag mal so, als Assassine muss man auch Geduld beweisen, ne? Das ist immer... Es ist eine Tugend, die ist nicht immer schön. Aber, naja, man muss sie zeigen, sonst hat man als Assassine meist keine Chance. Man muss warten, bis das... Oder manchmal auch warten, bis das Ziel zu einem selbst kommt. Wie in diesem Fall... Da warten wir einfach, bis er hier ist. Und dann war's das mit dir. So, sehr schön erledigt. Ein paar Chakrams bekommen. Oder ein Chakram, glaube ich. Okay. So, wie machen wir jetzt weiter? Da geht's auf jeden Fall lang. Da können wir ja mal lang gucken, mal sehen, was wir da finden. No direct line. Perhaps I could bounce my chakram off the walls. Ach so, da oben. Ah, okay, da ist aber noch was im Weg. Dann drehen wir das Ding erstmal runter. Oh, guckt mal. Eine weitere Zahl. 3011. So. Dann werfen wir unser Chakram. Hier kriegen wir neue Chakrams. Sehr schön. Dann sind die wieder voll. Haben wir da auch keine Probleme später. Und da oben ist auch schon der Mantel, den wir so gerne hätten. Fehlt nur noch der Gürtel. Aber den kriegen wir doch hin. Okay, was mit dieser Elefantenstatue auf sich hat, weiß ich auch nicht. Vielleicht soll die hier irgendwo hingestellt werden. Hat bestimmt irgendjemand gekauft, der sich jetzt denkt, oh, ich hätte gerne eine Elefantenstatue. So, da drüben ist eine Wache, die hier ab und an hin und her patrouilliert, wie wir sehen. Na gut, dann warten wir einfach, bis die an uns vorbei patrouilliert ist. Das ist ja keine hochrangige Templerwache, oder? Es wirkt ein bisschen orange, das Ziel, aber ich glaube, sie ist keine hochrangige Templerwache. So wie ich das gesehen habe. Okay, und du, mein Freund, gibst mir jetzt mal deinen Gürtel. Den ziehe ich dir einfach aus. Danke. Now to get back to that checkpoint. Gut, dass die Hose trotzdem noch hält. So, will ich mir die Rauchbomben von dem Typen eigentlich noch holen? Ja, Tatsache. Okay, dann riskieren wir das. Ich meine, Rauchbomben sind halt super gut. Schon allein deswegen sollte man die immer kriegen. Alter, war das knapp. Okay, aber jetzt können wir durch. Unter den Glocken hindurch geslidet. Und dann verkleiden wir uns jetzt. Sehr schön. Damit sind wir ein Bürger dieser Stadt. Wir sollten uns vielleicht auch benehmen wie einer, nicht hier rumrennen wie sonst was. Und jetzt können wir uns auch unter das Volk mischen und einfach hier durchgehen. Sehr schön. Ich bin ein ganz normaler Bürger. We'll only allow townsfolk through the gate. Anybody else and we'll lock down. Ja, ja, mach das mal. Sehr schön, das hätte geklappt. No need for the disguise now I'm through. I need to reach Amid and it isn't going to work where I'm heading. Mhm, na gut. Meine, ich würde sie trotzdem sicherheitshalber aufheben. Schaden tut sie wahrscheinlich nicht, na, obwohl sie könnte uns beim Klettern behindern. Ist natürlich nicht ganz so schön. These bells are all linked. If I get seen, they will set them off and Amid is dead. Da ist Amid. Okay. Also die Glocken sind alle verbunden. Wird eine aktiviert, werden alle aktiviert. Ich meine, wir könnten die Verbindung mit Hilfe unseres Chakrams auftrennen. Guck mal, der hat auch Rauchbomben. Mit Hilfe unseres Chakras auftrennen. Auf der anderen Seite, ich will die Glocken eigentlich sowieso nicht berühren. Von daher, ich sag mal so, wenn ich gesehen werde, habe ich sowieso was falsch gemacht. Deswegen ignoriere ich den Teil einfach mal. Und versuche einfach möglichst ungesehen hier durchzukommen. Das da ist aber jetzt ein Highlander. Der hat einen Rock an. Das heißt, den könnten wir nicht mal so einfach eliminieren. Den müssten wir erst betäuben, dann können wir ihn eliminieren. Aber gut, ich meine, ich kann auch einfach an ihm vorbeiklettern. Das ist, ja, im Endeffekt die wahrscheinlich cleverere Variante. Ich warte hier ganz kurz nur nochmal, bis er nochmal in meine Richtung guckt, damit ich genug Zeit habe, um gleich aus dem unteren Fenster hinaus zu klettern. Ohne, dass er was sieht. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil da unten... Ja, da ist, glaube ich, Wasser oder sowas. Auf jeden Fall macht es Geräusche, aber an dem sind wir auf jeden Fall schon mal vorbei. So. Ihr beide guckt aus dem Fenster, aber ihr habt eure eure Blumentöpfe vergessen. Die behindern eure Sicht ja schon ein bisschen, möchte ich mal meinen. Wäre vielleicht clever gewesen, die woanders hinzustellen oder vielleicht einfach von woanders runter zu gucken. Hold on. Ja. Okay. Einmal hier durch die... Okay, haben die irgendwas dabei? Nee, die haben nur Lärmbomben, die brauche ich gerade nicht, die sind eh voll. Ja, sehr schön, da kommt gerade eine Wache. Aus der Tür. Und das ist eine weitere der hochrangigen Templerwachen, oder? Die linke.
I'll have had enough excitement by then. Bit of country living and putting my feet up. Kann man machen. And what? Our salary is nothing to write home about. Not the way you spend it. Live for the day. That's what I said. Problem with this job is, well, that every day might be the last one. Ah, der Typ kann einem ja fast schon leid tun, dass wir ihn jetzt eliminieren müssen. Das war dann wohl wirklich sein letzter Tag. So, die Frage ist, die rechte Wache, verzieht die sich wieder durch die Tür? Sieht zumindest so aus. Ja, sehr schön. Okay, dann nur noch du, mein Freund. Dich pfeife ich mal schnell ran, damit das alles möglichst flott vonstatten geht. Oh, der unten hat gehört, dass da was passiert ist. Ja gut, aber der kann ja nicht durch die Decke gucken. Und scheinbar ist er zu faul, um hochzukommen. Von daher soll es mir egal sein. Okay, so mein Freund, du guckst jetzt mal bitte nach links, das ist auch wieder ein Highlander. Und dann kann ich nämlich nach oben zu Hamid und ihn befreien. Sehr schön, ich hoffe, der links sieht mich nicht, aber ich glaube, na, das sollte niemals reichen. Sehr schön, da bin ich. Was? Oha, ja, jetzt wird's gefährlich. Das sind einige Gegner auf einmal. Aber scheinbar gibt es hier eine Helix-Störung, so. Wir haben jetzt den Helix-Schlag erlernt und mit dem können wir im Prinzip viele Waffen relativ schnell ausschalten, Alter. Und den treten wir einfach das Genick ein oder sowas, keine Ahnung. Den töten wir auf jeden Fall mit einem Tritt, das muss man auch erstmal schaffen. So, jetzt darf ich dich aber befreien, oder Hamid? Na also. Good to see you, my friend. Thank you, my friend. You're a tough beast, you know that? Who took you? What did they want? It was Major William Sleeman. He was asking about the Kohinoor. He wasn't alone. Alexander Burns was with him. You've heard of him, I assume. By reputation only. He has killed many of our brothers. You are lucky to be alive. Luck has nothing to do with it, brother. Unfortunately, Sleeman took the Kohinoor. You lost my jewel? Something big is happening, Arbaz. They talked about a box and using the Kohinoor to power it. It may be Ezio Auditore's box that the Brotherhood lost long ago. So you want me to steal the jewel back? And the box? Yes. Go to their new outpost. You'll find them, and I hope the entrance to a secret place I've been suspecting for a while. A precursor site may be underneath the palace. Interesting. I'll take care of it. Stay out of sight, my friend. So, eine Vorläuferstätte unter dem Palast. He can't be far. Das klingt interessant. Na, dann würde ich sagen, ab zum Palast. Wird zum Glück ja für uns, denke ich, gut machbar. I need to talk with you about the security arrangement, Sergeant. Follow me. Da ist Sleeman. There he is. I need to keep on his tail, see where he heads. Okay, den dürfen wir jetzt nicht aus den Augen verlieren, das heißt schnell hinterher, aber dabei natürlich möglichst von niemandem gesehen werden. Okay, dem da unten kann ich einfach aus dem Weg gehen. Zack, sehr schön. Die beiden unterhalten sich, glaube ich. Ja, die unterhalten sich. Something bothering you? Ja, kann sich ruhig Sorgen machen. So, sehr schön. Da oben läuft der Sleeman. Mal sehen, wo er hin will. Vielleicht bringt er uns ja direkt zu dieser Vorläuferstätte zum Eingang. Das wäre natürlich sehr günstig. Wahrscheinlich wollen sie ja sowieso dahin. Okay, der Freund hier ist ein bisschen problematisch. Der guckt mir zu sehr nach rechts die ganze Zeit. Den locken wir mal nach links. Ich habe gerade keine große Zeit, um hier groß zu gucken, ob er vielleicht mal in eine andere Richtung guckt. Deswegen. Zack. So. Ah, da unten. Würde niemand tun. Nie, auf keinen Fall. Wer würde denn hier was versuchen zu erklettern? So, der Freund da oben guckt nicht. Okay, sehr schön. Dann kommen wir hier einfach vorbei. Da, Sleeman, ich verfolge dich. Der macht sie. Der ist aber gemütlich unterwegs, das muss man ihm lassen. Ist aber auch gut für mich, weil sonst käme ich wahrscheinlich nicht so schnell hinterher. So, dann einmal hier durchs Fenster. Sleeman, wo bist du denn? Ah, da unten. Ja, der Sergeant macht bestimmt was. Okay, wir müssen weiter. Okay, da sind zwei Wachen, die sich unterhalten und ein Tiger und eine schlafende Wache. Okay,
Auf den Tiger aufpassen, nicht, dass der die schlafende Wache noch weckt. Einfach vorbei. So, wo ist Sleeman? Da oben ist er. Faster, alles klar. Faster. Na, dann zeig mal. Guard this entrance with your lives. There are assassins in the area. They will eventually find this place. So, keep your eyes open. Das ist also die Vorläuferstätte, beziehungsweise der Eingang dazu. The Major has ordered us to seal this entrance. Take the handle to the wheel and guard it with your life. Yes, sir. Okay, die haben den Hebel abgemacht. Nicht unclever. I need to get that handle back. Nicht unclever, das muss man sagen. So. Da können wir erstmal was mit dem Chakram aktivieren. Sehr schön, dann können wir nach oben klettern. Ich habe gesehen, der da oben pennt, der hatte, glaube ich, auch ein Chakram dabei, oder? Dass wir ihm gleich abnehmen können. Dann haben wir sicherheitshalber wieder genug. Wobei man Chakrams jetzt auch nicht so oft braucht. Oh, guck mal, eine weitere hochrangige Templerwache, die wir eliminieren wollen. The Major has ordered us to keep the entrance closed and secure. Yes, sir. We won't let him down. Natürlich nicht, natürlich nicht. Aber die rechte Wache möchte ich doch ganz gern eliminieren. So, du gehst wieder. Das freut mich auf jeden Fall. Er guckt weg und das war sein Todesurteil. Und zack. Sehr schön erledigt. Und weiter geht's. Okay. Ah, da ist die letzte Wache, die wir eliminieren müssen. Okay, schauen wir mal. Die hängt die ganze Zeit mit der anderen Wache links rum. Hm, könnte zum Problem werden. Don't let anyone recover the handle for the entrance's wheel. Yes, sir. We will protect the carrier at all costs. Okay, die gucken zumindest hier nicht nach oben. Das heißt, ich kann mich hier oben erstmal in den Schatten quasi verstecken. Okay, die Sache ist, der andere Typ ist immer in der Nähe. Das heißt, wir werden wahrscheinlich es nicht hinkriegen, die beiden sinnvoll zu trennen. Deswegen denke ich, ist der cleverste Weg, hier einfach die Rauchbomben zu verwenden. Das heißt, sobald der Typ in unserer Nähe ist... Jaipur was a lot easier work than this place. It was too hot for anyone to cause too much trouble. Oh, sounds great. Been all over myself. Seen much battle? Fair amount. Began to think that's all there was for a time. Okay. So, wir warten, bis er direkt vor unserem Versteck steht und dann lassen wir die Rauchbombe los. Sehr schön. Und tschüss, mein Freund. Hab gleich noch eine neue Rauchbombe gekriegt, gar nicht gemerkt. So. Ja, der andere Typ ist einfach weg. Passiert. Leute lösen sich so einfach in Luft auf. Der da leuchtet auch so orange, aber wir haben schon alle fünf getötet. Deswegen denke ich mal nicht, dass wir den auch noch eliminieren sollen. Okay, jetzt müssen wir als erstes diesen Stolperdraht da deaktivieren, weil wenn wir da einfach durchgehen, dann gehen die Fässer in die Luft und wir sterben. Das ist nicht so schön, das will man nach Möglichkeit verhindern. Und hepp. So, der Typ da dreht sich ab und an um, der leuchtet echt sehr orange. Ja? Vielleicht liegt es auch nur am Licht, keine Ahnung. Okay, da ist der Typ mit dem Hebel. Den wir stehlen müssen. Schauen wir mal, wie wir da am besten rankommen. Als erstes müssen wir jetzt erstmal an dem rechts vorbei. Aber okay, das hätten wir jetzt. Sehr gut, so. Der Hebelmann bewegt sich immer hier oben entlang. Ist natürlich schwierig. Weil der wird natürlich von denen, die aus dem Fenster gucken, die ganze Zeit beobachtet. Dazu laufen unterhalb auch noch welche rum. Einfach wird das auf jeden Fall nicht. Wir brauchen wahrscheinlich wieder mal die Rauchbomben. Vermute ich jetzt einfach mal. Rauchbomben werden wahrscheinlich wieder wichtig sein. Als erstes muss ich mal irgendwo da hochkommen, ohne dass mich gleich direkt einer sieht. Das ist gut. Und jetzt werde ich wahrscheinlich alle hier schön mit einer Rauchbombe betäuben. Sehr gut. Beziehungsweise die oben scheinen nicht betäubt zu sein, ist aber egal, die sehen nichts. Ich habe den Hebel, das ist alles, was ich brauche. Die Typen gucken einfach nur nach draußen. Vollidioten. Und wir machen hier mal das Fenster auf. Damit wir hier auch wieder rauskommen. Sehr schön. So, jetzt müssen wir den Hebel nur noch dran machen. Alter, war das knapp. Jetzt müssen wir den Hebel nur noch dran machen. Und die Tür wieder öffnen. Ah, da kommt er wieder durch. Okay, warten wir, bis er mal wieder gegangen ist. Ich meine, der wundert sich zum Glück auch nicht, dass die eine Wache plötzlich verschwunden ist. Er geht einfach wieder. Warum auch nicht?
So, dann Hebel ran. Klappt das? Ja, okay. Und auf das Tor. It must be the assassin. Ach du Scheiße. Fire! Hat der eine Gatling? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Okay. Oh, der Typ hat sich hier verzogen, der hier gepennt hat. Na gut, soll mir egal sein. Schnell weg. Alter, der Typ kann zum Glück überhaupt nicht zielen. Na, wahrscheinlich hat das Ding auch einen schlechten Rückstoß. Zum Glück interessiert das den Typen hier links auch überhaupt nicht, scheinbar. Soll mir alles recht sein. Ich mache mich einfach in die Vorläuferstätte. Und guck mal, was wir darin finden.